Herzlich willkommen zu Abandon Ship, ein Roguelite-Spiel. Und wenn man das hört und regelmäßig Martin spielt, schaut, weiß man schon, warum ich euch das vorstellen möchte. Roguelikes, Roguelites und alles drumherum. Das sind so Spiele, die es mir angetan haben. Abandon Ship sieht sehr interessant aus. Ist eine Variante, die auf See spielt. Verrät der Name ja schon ein bisschen. Man sieht es auch im Hintergrund, diese Wellen. Und das zeige ich euch jetzt am besten einfach, bevor ich zu viel erzähle. Unten rechts steht Early Access, aber es ist tatsächlich schon die Version, die jetzt zum Release veröffentlicht wurde. Ich habe ein bisschen vorab von den Entwicklern Zugang bekommen, einen Tag vorher. Das heißt, ich kann schon aufnehmen und euch das genau zum Release zeigen. In der Version, die ihr auch jetzt kaufen könnt auf Steam. Deswegen können wir auch schon die Story spielen. Ich habe eigentlich alles soweit ganz gut eingestellt und wir starten einfach mal. Ein neues Profil. Tutorials on. Wir nehmen die normale Schwierigkeit gerade mal. Player Generated Names. From the Newsletter. Nö, lassen wir normale. Oh, das ist gerade ein bisschen arg laut. Mal ganz kurz. Die Musik ist sehr cool, aber ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen... dass es ein bisschen viel ist. Hier. Na, die können ruhig lauter sein anscheinend. Soll ruhig dramatisch sein, aber nicht zu laut. So, okay. Also, nochmal. Das ist der World Seed, falls ihr das zufällig die gleiche Welt nachspielen wollt. Das ist ganz cool, wenn man sowas machen kann. Tutorial, My Adventure, Normal, Play. Bisschen sehr aufgedreht, das Orchester. Und das ist auch schon sehr cool, ne? Abandon Ship, verlasse das Schiff. Schiff verlassen. Hoffentlich müssen wir das nicht allzu bald. Und ja, Seemonster sind auch schon im Spiellogo noch, ist hier im Loading Screen. Muss selber Continue drücken. Achso, das ist schon Geschichte, ich lasse halt alles Loading Screen. The final strand is cut, a burst of clarity, the horror of your recent existence dawns upon you, escape is all you can think of. Soll das ein Schiff sein? Nee, ist irgendwie eine Halle, in der da anscheinend ein Seemonster, ein Krake beschworen wurde. The tentacles flay wildly in the water, people drop to their knees, some through fear, others with adulation. Their god is manifest. You watch from your position of privilege on a private balcony. You notice your two bodyguards are distracted and enraptured. Strike them down, flee this accursed place. Quest. Instinctively grabbing something, you smash it down on the head of the first guard. Shocked surprise registers on the second before he too is down. You are unsure whether they are dead or unconscious. You feel a drip from your fingers. You look down at your improvised weapon, a small idol of Favel. It has cracked and has cut your hand. You're drifting, but something inside snaps you back to reality. You have to move fast. The cell offers the safest route to freedom. Flee. You stride into prison with feigned authority. No matter the place is unguarded in our, no there, moment of triumph. Escaping alone would be futile, so you grab the keys from the guardroom and approach the prisoner. Okay, noch ein bisschen Vorgeschichte. Anscheinend ist ein komisches Ritual, hat da stattgefunden. Waren anscheinend nicht alle eingeweiht. Die Hälfte hat Schiss gehabt, die andere Hälfte war ja begeistert. Ihr Gott hat sich endlich manifestiert. So, das sind noch andere Gefangene. Und Severed One sind wir wahrscheinlich. Jetzt können wir hier Zellen aufschließen. Wie viele, weiß ich nicht, aber wir können eine Reihenfolge wählen. Und da wir ein Schiff bemannen möchten, gibt es ja anscheinend verschiedene Kategorien, die jemanden ausmachen. Können wir kurz die Kategorien anschauen. Navigation. The higher navigation skill, the faster the maneuver bar is recharged. Current experience is the skill, in the skill 100. Achso, zum Beispiel weiter. Also, gibt anscheinend eine Manöverbar, eine Manöverleiste. Und je höher der Navigation Skill ist, desto schneller geht das. Dann gibt es Reload, a higher reload skill, we reload weapons at an improved rate. Wer hätte gedacht, man kann schneller nachladen. Es werden die Kanonen auf dem Schiff sein. Repair, schneller reparieren. Melee, mehr Schaden im Nahkampf. Alles recht selbsterklärend. Oh, der hat hier noch ein
Pearson hat noch einen Sonderskill. Heal. The rate at which you can heal other crew. Only surgeons have the heal skill. Ist der einzige, der den heal skill hat. Also der Chirurg kann Leute heilen außerhalb der Krankenstation. Der Segler segelt das Schiff schneller als andere. Das ist nochmal anscheinend eine zusätzliche Fähigkeit, weil die nicht bei den normalen Sachen abgebildet ist mit dem Segler hier, dass der irgendwie schneller segelt und dass er schneller reparieren kann. Der Marine ist ein ausgebildeter Nahkampfkämpfer. Ja, der Kanonier, schneller nachladen, der Navigator. Ein Bonus für die Ship-Manöver. Ich glaube, da ist der Einzige, der diese Bonus-Skill hat, nehme ich mir doch mal einen Surgeon mit, einen Chirurgen. Ach, da oben einmal. Ich kann mir drei Leute mitnehmen. Okay. Ein Kanonier scheint mir wichtig zu sein. Tja, jetzt müssen wir uns entscheiden. Schneller reparieren, navigieren oder im Nahkampf. Boarding Actions. Probieren wir mal manövrieren. Die anderen beiden, keine Zeit. Schade, ihr bleibt im Knast. You and your crew companions search through the labyrinthine passage. Finally, a door. Light seeps in through cracks in the frame. You close your eyes for a moment as the sea breeze brushes your face. Looking down the winding path ahead, you see what you had hoped for. A ship at anchor. It was likely stolen and repurposed by the cult. Time to put it to better use. Ein Schiff, was wir uns jetzt unter den Nagel reißen. Und das sind wir zu viert. Und das ist das Tutorial jetzt. Select Crew. Select a crew member by left clicking. Also mit Linksklick kann ich die Crew auswählen. Und dann haben sie eine orangefarbene Markierung. Das bin ja ich hier. Das sieht man schon. Okay. Und mit Rechtsklick kann ich irgendwo hinbewegen. Zum Beispiel aufs Schiff. Okay, jetzt sollen wir alle auf Schiff bewegen. Man kann natürlich, wie es bei Strategiespielen üblich ist, auch einen Rahmen ziehen. Alle mal auf Schiff, Kinders. Das ist wichtig. Okay. So, cut the ropes. Die Seile durchschneiden. Einfach irgendwen auswählen. Und right click on the ropes to attach to the ship. Achso, ich darf nicht irgendwo, ich muss hier vorne. Hack, hack, hack. Macht das mal, Kinders. Wir wollen hier weg. Bevor die aufwachen und uns verfolgen. Man the wheel. Okay, das wäre natürlich sinnvoll, dass wir dann hier den Navigator nehmen. Okay. Ich lasse mir das alles vom Spiel erklären. Wir müssen das nicht selber rausprobieren. Wir verlassen uns darauf, dass es ein gutes Tutorial hat. Wir werden sehen. Dozen of furious cultists charge the jetty as you pull away. A high priest at their head. His scream reaches your ears and drips with scorn. Heed me, betrayer! Our father knows and sees you always. He will never escape his embrace. As he speaks, the other cultists disperse, no doubt to begin their pursuit on their own vessel. Also sie verfolgen uns. Und das steht auch schon, die werden uns Schiff hinterher senden. Wir wollen hier abhauen. Wir haben die Quest. The coastal fortifications open fire on the ship as it leaves the jetty. Mortar shells incoming. Also wir werden auch von der Küste noch beschossen. Das ist natürlich nicht so gut. Was machen wir denn da? Man kann mit Leertaste pausieren. Das ist mal ganz hilfreich. Ja. Au! Okay. Da hat uns eine Ladung getroffen. A crew member zero to health. Okay, also wenn das halt jemand 0 HP hat, dann hat man noch kurz Zeit, ihn zu stabilisieren. Wenn er stabilisiert ist, werden sie bewusstlos bleiben für den Kampf, aber sie werden überleben. Wenn man sie nicht rechtzeitig stabilisiert, werden sie sterben. Okay. Hier werden sie das Spiel, also hier werden sie es stoppen, dass man den stabilisieren muss in dem Tutorial. Das ist der Orwell und der Pearson. Ich weiß gar nicht, was das Zeichen heißt. So, wir haben ja einen Heiler. Leider ist der Heiler bewusstlos.
Das heißt, wir machen das dann mit ihm. Wie geht das? Einfach hier. Dass die Lebensbalken füllt sich wieder ein bisschen auf. Der andere ist verletzt, aber nicht bewusstlos. Okay, außerdem wurde unsere Schiffshülle beschädigt. Links unten sieht man die Lebensleiste vom Schiff sozusagen. Und wenn das leer ist, wird das Schiff sinken. Außerdem hat das Schiff auch noch verschiedene Sektionen, es ist nicht nur ein Schiff. Und man sieht dann die verschiedenen, den Zustand der verschiedenen Sektionen. Und das beeinflusst natürlich, wie stark das da ist. Gelb bedeutet, es hat 50% Effizienz. Rot heißt, dass es gar nicht funktioniert. Das heißt, dass es hier, die Masten sind so beschäftigt, dass sie gelb sind, die funktionieren auch mit 50%, die anderen funktionieren mit voller Kapazität. Man kann aber auch Sachen reparieren, kann also einen Crewmember auswählen und das dorthin bewegen. So, wenn ich jemanden habe, der schnell reparieren kann, würde das fixer gehen, habe ich aber nicht. Kann ich den jetzt noch irgendwie heilen? Sieht nicht so aus. Dann repariere ich doch hier mal. Mit dem Severed One. Und wenn mehrere Leute gleichzeitig reparieren, geht das auch schneller. Dann machen wir es doch mal. Okay, die Masten sind jetzt schon wieder astrein. Mastrein. So, Kanonen. Können wir auch mal reparieren. Healing Crew. Also, es wurden ja auch Crew verletzt, wie man sieht. Und man sieht die HP in dem Icon über dem Namen. Ja. Und man kann sie hier zu diesem Tisch senden und können sich ein bisschen heilen. Leider ist genau mein Surgeon natürlich derjenige, der bewusstlos ist. Hervorragend. Ist noch was zu reparieren? Ah, hier drüben machen wir das auch so lange mal. Er lenkt hier das Schiff schön. Er hat sich vollständig geheilt. Astrine. Oh, ist noch nicht vorbei. In Deckung gehen. Vielleicht mal die Leute ein bisschen verteilen. Dass sie halt nicht alle so auf einem Haufen stehen wie vorhin. Oh, wir sind bei einer Waffe getroffen worden, die halt die Hülle besonders beschädigt. Und, ja, dann da trinkt Wasser ins Schiff ein. Man sieht hier ein bisschen eine Anzeige, wie viel Wasser im Schiff ist. Und auch dann, wenn das voll ist, wird das Schiff sinken. Es gibt nur mehrere Zustände, wo das Schiff sinken kann. Wir sollen auch auf die Schiffsglocke hören. Und das, die klingelt nochmal oder die bimmelt halt, wenn das hier kritische Level erreicht hat, der Wassereinbruch. Oder wenn die HP von der Schiffshülle niedrig sind. Also wenn man die Glocke hört, ist Aktion angesagt. So, die beiden reparieren hier mal. Und so machen. No. Sehr gut. So, Emptying the Water Gauge. Ich weiß gar nicht, wie man das genau ausspricht. Bisschen peinlich. Muss ich mal nachgucken. Also, man kann das Wasserlevel, den Wassereinbruch wieder reduzieren, indem man die Pumpen da bedient. Das machen wir doch mal. So, er hilft hier auch mal mit. Wir haben drei Pumpen hier, wie es aussieht. Aber einer ist ja bewusstlos, deswegen kann er nicht mithelfen. Der andere muss das Schiff steuern. Okay, wir sind fast außerhalb der Reichweite. Noch eine Ladung kriegt uns hier. Ich verteile mich wieder bis auf dem Schiff. So, gleich löschen. Wird auch nochmal angezeigt. Das sind verschiedene Waffen, die uns hier im Tutorial vorgestellt werden. Das ist Flammenmunition und dann muss man das natürlich löschen. Sonst wird sich das Feuer ausbreiten. Außerdem verletzt es auch Crewmitglieder. Kann ich mit mehreren gleichzeitig löschen? Kann ich in der Tat. Und ein bisschen reparieren. Und dann sind wir erstmal außerhalb der Reichweite. Natürlich sind wir noch nicht außerhalb der Gefahr. Müssen noch ein bisschen aufpassen. So, jetzt können wir den Kampf verlassen an der Stelle. Wir machen jetzt einfach mal, was das Spiel uns sagt. Flee! Und können dann auf die Übersichtskarte. Oh, die ist aber hübsch. Escape Capture. You're in great danger while whatever. This is the exploration mode. You move your ship by clicking on an area. If you prefer, you can hold down the mouse button and your ship will move towards wherever your position on them is the
wherever you position the mouse cursor. Ich kann mich jetzt hier bewegen und das hier irgendwo hinschicken. Ich kann die ganze Weltkarte sehen, wenn ich hier auf den Kartenbutton klicke. Dann habe ich eine große Übersicht. Okay. Das ist eine Karte der näheren Umgebung. Man kann aber auch in ein neues Gebiet reisen. Da muss ich immer durch dieses Tor praktisch. Die anderen Tore kann ich jetzt noch nicht öffnen, wird mir gerade gesagt. Okay. Und hier kann ich immer zurück zur der näheren Umgebung. Ja, wir sollten uns dann nochmal das Tor anschauen, was da unten ist. Man kann immer hier wieder das nochmal anschauen, wenn man vergisst, wo das Tor eigentlich ist. Aber einfach stumpf im Süden. Ich spiele einfach mal, was das mir sagt. Wie gesagt, es gibt noch einige Elemente hier. Bis jetzt macht das Tutorial eigentlich einen ganz guten Job, da uns das vorzustellen, wann wir was brauchen. Von daher vertraue ich mal drauf. Man kann auch so, wenn man das nicht fahren möchte, relativ schnell so ein Segelboot. Da sind wir. Das Tor ist verschlossen. Man muss ein paar Events erfüllen, damit das Tor geöffnet wird. Und mit einem Linksklick können wir dahin reisen und ein Event auslösen. Ui, ein patrouillierendes Kultistenschiff ist da. Die Kanonen bemannen. Keine Gnade. So. Okay, remember the lessons we have learned so far. Also wir sollen mal hier uns dran erinnern, was wir bis jetzt gelernt haben. Ja. Manning the weapons. Okay, man soll natürlich die Kanonen bemannen, die dem Gegner zugewandt sind. Ein Crewmember can man an entire battery of cannons. Ah, also einer reicht schon, um so eine ganze Batterie, so eine ganze Sammlung von Kanonen da zu bedienen. Wir nehmen natürlich den hier, der schneller nachladen kann. Und schicken den mal, der kann zwei bedienen, okay. Und dann würde ich sagen, hier unser Chef, the Severed One, bedient auch noch eine. So, wenn jemand da an den Kanonen steht und die nicht rot sind, die Kanonen, dann laden sie nach. Und man sieht dann hier immer so Nachladebalken. Bis der blau ist, so schwer ist es doch gar nicht. Ja, der lädt jetzt schneller nach, weil er diesen Perk hat oder da Skillpunkte sozusagen drin hat. Oh, der Severed One, der Captain, ich, hat überall zwei drin. Ja, schau mal einen an. Also man kann immer ein bisschen ausgleichen, deswegen bedient jetzt aber auch mit Kanonen. Der, was kann man hier machen? Keine Ahnung, Grape Shot. Ah, da kann man Grape Shot, kann man aber nur rangehen, kann man gerade nicht bedienen. Einfach mal, kleiner Spoiler von mir sozusagen. Grape Shot, man sieht es ja ein bisschen aus wie eine Minigun, das verschießt so kleine Kügelchen eigentlich. Kleine Projektile, das ist gut gegen Crew. Das ist nicht gut, um die Hülle zu beschädigen. Manchmal kann man damit auch Segel beschädigen. Ich weiß nicht, ob das in dem Spiel auch eine... Oder es noch ein bisschen andere Kugeln sind oft. Aber Grape Shot ist halt gut gegen Crew, um die zu minimieren. Vielleicht, wenn man die vorher entern möchte oder wenn man Angst hat, dass sie einen entern. Naja, jetzt lädt das hier langsam nach. Man kann es hier anscheinend nicht bedienen. Will das noch nicht. Wir können sich an den Tisch stellen. Brauchen wir alles nicht. Doch, wir warten mal, bis es jetzt hier blau wird. Man sieht schon, er ist fixer, obwohl er auch natürlich früher da stand. Oh, jetzt werde ich schon beschossen. Ich mache kurz Pause. So, die Waffen sind nachgeladen. Wir können das Feuer öffnen. Man muss linksklicken auf eine Waffe, um sie auszuwählen. Und dann verwandelt sich der Mauszeiger in ein Fadenkreuz. Und das kann man dann auf das gegnerische Schiff halten und mit einem Rechtsklick bestätigen. So, jetzt haben wir zwei Barrages. Schießen wir automatisch beide Kanonen. Achso, ich muss darauf klicken, nicht auf die Kanone selber. So, darauf klicken. Dann kann ich halt irgendwie genau zielen. Schieß mir so auf die Wasserlinie hier. Hier so ein bisschen nach vorne, ein bisschen vorhalten. Ich weiß nicht, ob man vorhalten muss, ob sie es selber einberechnen. Ich klicke mal hier vorne aufs Schiff. Mit dem Rechtsklick, jawohl. Und er schießt da auch hin. Und ein bisschen hoch getroffen. Game Pausing, genau. Mit der Leertaste kann man pausieren. Okay. Sobald ich diese Nachricht weggeklickt habe, man kann auch Befehle geben, während das Spiel pausiert ist. Das soll man auch nutzen. So, es gibt noch die Crew-Spezialisierungen. Das soll ich nochmal mich dran erinnern, dass jedes Crew-Mitglied doch halt seine Spezialitäten hat. Spezialitäten seine, ja. Besonderen Fertigkeiten. Und hier dann Boni zum Beispiel. Okay. Ja.
Wenn ich halt über das Icon gehe, sehe ich das halt nochmal. Wird mir nochmal gerade gesagt. On the bottom left screen to see the skill. Achso, hier soll ich rübergehen. Dann sehe ich das. Ah, okay. Gerade falsch. Ja. Ich kann mit der Maus über jedes Element dieses Benutzerinterfaces gehen und sehe dann zusätzliche Informationen mit dem Tooltip. Ja, jetzt kann ich hier draufklicken oder die Leertaste drücken, damit es weitergeht. Wir laden jetzt noch nach. Distance Bar. Okay, hier gibt es eine Distance Bar, eine Entfernungsleiste, ein Entfernungsmesser. So, wir wollen uns dem feindlichen Schiff noch ein bisschen nähern. Und wie man sieht da, wie weit die von uns entfernt sind. Und ich kann so ein bisschen die angestrebte Entfernung anwählen, indem ich halt auf einen der Buttons klicke. Und hier ist es halt Close Range. Das ist Mid Range, weit, und das ist nah genug, um das Schiff zu entern. Und jetzt haben wir oben noch eine Chain Shot, nochmal erklärt. So, wenn die halt von uns weit wegbleiben wollen, weil sie lieber auf Entfernung kämpfen, dann versuchen sie natürlich von uns wegzufahren. Und wir können den Mast beschädigen. Wir hatten ja hier einmal Grape Shot und hier hatten wir Chain Shot, sieht man nochmal. Das sind diese Kanonenkugeln, die mit Ketten verbunden sind. Das ist ganz cool. Und das ist halt besonders effektiv gegen Segel und gegen Masten. Und das kann man auch nur auf die Segel zielen. Infinite Range steht da, also beliebig weite Reichweite, zumindest innerhalb des Kampfes. So, den Pearson setzen wir mal daran. Kann der das ruhig machen, denn dann schießen er eh schon. Der legt das eben so lange nach, schießt trotzdem weiter aufs Schiff. Ah, das macht sich auch schön weiter. Vielleicht ein bisschen niedriger. Und er schießt hier auf die Segel. Ach, kann man erst zum ersten Mal anwählen. So. Cool, Aiming Chain Shot. Ja, den zieht man auf die Segel und es macht halt hohen Schaden an Segeln. Und mit dem Linksklick und mit dem Rechtsklick wird es nochmal erklärt. Und wir sollen das so lange machen, bis die Masten rot sind. Wo sehe ich nochmal beim Gegnerschiff, dass die Masten rot sind? Keine Ahnung. Jetzt sind die Masten weg. Vielleicht geht das auch als rot. Wir kommen schon langsam näher, wie man sieht, aber Entfernung ist besser. Ach, hier oben. Hier sieht man das Schiff. Und, ah, hier. Ah, okay. Habe ich nicht so richtig drauf geachtet. Hier sieht man die Sektion des feindlichen Schiffes. Und hier sieht man schon. Enemy Sick Bay haben wir ganz schön getroffen. Also da, wo sie sich heilen können. Die Masten, die Kanone nicht. Ah, muss ich ein bisschen gucken, wo ich draufstehe. Du kannst halt auf die Krankenstation geschossen, sozusagen. Schießen wir einfach mit Deck. Vielleicht auf die Kanone, dann schießen sie nicht zurück. Man muss auch nicht so richtig vorhalten. So. Wir sollen so weit schießen auf die Masten, bis das rot ist. Das ist ziemlich rot. So, und jetzt soll man hier den Grape Shot bedienen. Das ist halt, was wir heute schon drüber gesprochen haben, was halt bei der Crew Schaden macht. Treffen wir ein bisschen die Kanonen von ihnen, das wäre mir ganz lieb. Wir sind im Nahkampf nicht so gut. Eigentlich sollte ich ja fast einer dahin schießen, hinschicken, aber weil er schon an der Kanone steht, machen wir das mal so. So, alle drei. Da muss man nochmal neu auswählen. Kann das nicht vorher auswählen, bevor es nachgeladen ist. Ja, da haben sie auch nicht auf die Nase bekommen. So, Charging the Maneuver Bar. Let's ram the enemy, sollen die also rammen. Man kann Spezialmanöver ausführen, wenn die Manöverbar voll ist. Das ist diese hier, das dauert noch ein kleines bisschen. Und wenn jemand hier am Steuerrad ist, dann wird die halt aufgeladen. Und wenn ein höheren Navigationsskill hat, wie er ja hat, dann lädt die sich schneller auf. Und bald ist es soweit. Müssen noch ein bisschen warten. Ich wechsle gleich mal die beiden. Schieß! Achso, warum schießt er nicht?
schicke ich jetzt hier nochmal hier rüber. Dass es schneller geht. Und jetzt können wir hier aussuchen. So, wenn wir nah genug sind und die Manöverbar voll ist, können wir hier eine RAM-Attacke starten. Das macht Hüllenschaden beim Gegner. Und triggers a Brace for Impact Test on both ships. Also es gibt dann so ein, weiß ich gar nicht mehr, das so ein Test, also praktisch ein Fertigkeitenwurf auf beiden Schiffen, ob sie sich auf den Einschlag vorbereitet haben. Was gäbe es denn noch? Andere Sachen. Naja, gucken wir, was das Spiel uns sagt. So, machen wir jetzt hier mal. Versuche jetzt das Schiff zu rammen, so seitlich. Brace for Impact. Also uns auf das Zusammentreffen vorbereiten. Okay. So, wenn man den Test nicht besteht, ne, dann wird die Crew umfallen am Deck und können eine Zeit lang nicht das machen, was sie eigentlich tun. Man sieht hier unten dann diesen Button aufleuchten, den Brace-Button. Und man soll da draufklicken rechtzeitig. Und da es das erste Mal ist, geben sie uns die Zeit, das jetzt zu machen, okay? Wenn das gelb ist, hat man ein kleines Fenster, also ein kleines Zeitfenster, um ihn zu drücken. So, die werden dann kurz so ein bisschen wanken, aber dann eigentlich weiterkämpfen. Ansonsten werden sie halt umgeworfen. Braucht natürlich Zeit, bis sie wieder aufstehen. Außerdem besteht eine Chance, dass sie über Bord geworfen werden, wenn sie halt ganz unvorsichtig sind. Und jetzt wieder draufklicken. So. Und die Gegner haben es halt nicht geschafft. Und deswegen ist einer sogar von ihnen über Bord gegangen. They can man the winch at the back of the ship to save them. Ah, sie können hinten so eine Winde bemannen, um die dann wieder an Bord zu holen. Wenn sie es nicht rechtzeitig schaffen, wird er ertrinken. Meine eigene Winde ist auch hervorgehoben. Das heißt, wenn einer meiner Crewmitglieder im Wasser ist, sollte ich sehr schnell dahin gehen, um den zu retten noch. Und jetzt sollen wir die halt besiegen. You can pull back and keep shooting at this range. You can even choose to board them. Also wir können weiter auf die schießen einfach oder halt versuchen die zu entern. Wir können gewinnen, indem wir einfach alle besiegen, alle feindlichen Crewmitglieder töten, indem wir das Schiff zu Klump schießen, dass es untergeht oder dass es einfach genug Wasser eindringt. Wir sollen auf jeden Fall versuchen, den Druck aufrechtzuerhalten, den Kampf nach unseren Bedingungen zu führen und immer sicherstellen, dass sie auf uns reagieren und nicht andersrum. So, dann können wir kurz gucken. Sind eh nur noch, sind noch fast tot hier. Wir schießen mal einen zusammen und dann probieren wir es mal aus. Der bemannt hier die Kanone und der rettet den. Wir versucht es. So. Den einen hat schon zerfetzt. Dann können wir eigentlich boarden. Oder können wir jetzt einfach rübergehen? Oder wie geht das? Den jetzt umgehauen. So, dann gehen wir alle rüber jetzt. Alle rüber. Den einen haben sie mit der Winde wieder hochgeholt. Und der greift uns an, die Sau. Kämpf! Ihr auch! Von mehreren Seiten hat er keine Chance. Er macht trotzdem noch ganz schön viel Schaden. Und er ist aufgestiegen, wie es aussieht. Nice. So. Am Ende des Kampfes können wir versuchen, noch ein bisschen Beute einzustecken. Alles, was von Wert ist. In diesem Tutorial-Kampf hat der Gegner nicht so aggressiv gespielt, wie er es normalerweise tun würde. Also wir sollten uns darauf vorbereiten, dass die nächsten Kämpfe durchaus schwerer werden. So, wir sollen uns, einfach schnell das nehmen, was wir, deren wir habhaft werden können und dann so schnell wie möglich abhauen, weil es sind mehr Schiffe auf dem Weg. 20 Gold, würde ich mal denken, aber es sind so Goldhaufen. So, wir sollen uns jetzt keine Sorge machen über Reparieren oder Heilen. Das passiert automatisch, wenn man zurück auf die Exploration Map geht, auf die Erkundungskarte. Solange wir Wasserpumpen haben, wird auch das ganze Wasser rausgepumpt. Das passiert alles automatisch am Ende des Kampfes, muss man jetzt nicht mühsam machen, dass man irgendwie Zeit schindet. Es gibt ja manchmal sowas, erinnere ich mich an Homeworld, wo man am Ende der Mission immer dann noch Ressourcen gesammelt hat, bevor man die Mission beendet hat, was dann nicht mehr spannend war, sondern nur noch Zeit gefressen hat. Und sowas muss man jetzt hier nicht machen, irgendwie Sachen reparieren, sondern wenn man auf die Erkundungskarte geht, ist Schluss und automatisch wird repariert. Und damit haben wir das Tor geöffnet. Und dann können wir abhauen. Dann wird es hier auch auf der Karte nichts mehr geben. Und wir machen das einfach mal. Und das ist die Weltkarte, die wir hier sehen. Okay. Das ist die Weltkarte. Es zeigt uns an,
ja, wohin wir jetzt reisen können von unserem aktuellen Gate. Und zwischen verschiedenen, ja, Punkten zu reisen, kostet uns Vorräte. Und wir können erstmal links klicken auf eine andere, auf anderes Ziel, um die Destination besser zu sehen. Ich habe ja noch eine Legende von der Karte. Hier ist eine Menge andere Sachen, aber wir hören erstmal auf das Tutorial. Wir klicken hier links drauf. Dann fahre ich ja schon so hin, fahre ich ja sofort hin. Ich dachte, ich wollte uns angucken. Naja, Watch. Wurscht. Quest. Also wir kündigen der Crew an, dass wir ein bisschen mal Vorräte einsammeln müssen. You need to take stock. Ah, nee, ist anders gemeint, dass wir halt so ein bisschen. Wie sagt man denn da richtig? Egal, wir wollen nicht gestört werden in der Kapitänskabine, Kajüte. So, wir haben saubere Klamotten in der Kajüte. Dass wir ein bisschen, dass wir Stock, wie gesagt, so Bestandsaufnahme machen müssen. Na, also auf jeden Fall kann ich mal kurz zusammenreißen und vernünftig reden. Wir finden also saubere Klamotten, aber das sieht aus, als würde es halt dem vorherigen Besitzer gehören, bevor der Kult, die Kultisten halt, das Schiff übernommen haben. Und wir sind froh, dass wir diese komischen Roben, die wir getragen haben, los sind. Packen wir weg. Aber vielleicht brauchen wir die nochmal, die Roben, ne? Wer weiß. Uns selber im Spiegel angucken. Das sind wir. Character Creator. Okay. Wir können uns ein bisschen was aussuchen. Männlich, weiblich. Können wir denn? Severed One. Geht das denn? Kann man jetzt einfach hier so? Okay, Skin Tone kann ich ändern. Aber Gender kann ich nicht ändern. Warum? Okay, das geht nicht. So. Sind so ein Saladin. So ein dunkler Pirat. You're the severed one. Devotion to father as well the future you needed. Was all the future you needed. Okay. Wir haben uns anscheinend irgendeine Figur. Ich weiß nicht, ob der Vater in diesem Fall halt wirklich als biologischer Vater gemeint ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, die Hingabe zu Vater, ist auch groß geschrieben, war alles, was wir eigentlich brauchten in unserem Leben. Aber es hat sich was verändert. Wahrscheinlich war, ich weiß nicht genau, wie wir in diesem Kult da reingeführt haben. Anscheinend haben wir schon ein bisschen schon dazugehört mit dem Vater, ob das der Kult ist. Ist noch so ein bisschen im Dunklen. Aber ich würde vermuten, dass der Vater, the father, der das Ziel des Kultes ist und wir haben da eigentlich erstmal mitgemacht, aber nachdem sie dieses Krakenmonster beschworen haben, hat sich das anscheinend nicht als das rausgestellt, als was wir erwartet haben. Und wir sind nicht mehr wieder auf diesem Pfad, dass wir einfach alles fraglos hinnehmen. Wir sind frei, losgeschnitten von diesem Kult. So, wir erkennen unser eigenes Gesicht nicht mehr. Wer sind wir? Wer waren wir? Hier. Okay. Tja, wir suchen jetzt nach Antworten und nach Rache vielleicht sogar. Wir kommen wieder aufs Deck und die Crew gleich hier in Hab-8-Stellung, so sind sie. Wir sind vielleicht entkommen, aber wir sind noch nicht sicher. Wir müssen nach einem Hafen suchen und uns dann auf getrennte Wege begeben. Weil sie sind immerhin hinter mir her, nicht hinter euch, sagen wir zumindest. Gehen wieder in unsere Kapitänskabine, setzen uns in den Stuhl und fallen dann in einen tiefen Schlaf. Oh. Wir waren der Erste, der immer noch geliebt, immer in seinen Gedanken. Wir sind der Erste. Tja, aber er weiß, dass sich etwas bei uns verändert hat. Okay. The fog was clearing. Aha. Sehr mysteriös alles. Dann werden wir aufgeweckt. Es klopft an der Tür. Und wir kommen wieder an Deck. Diese Kultfestung war halt weit weg von allen anderen gewohnten Landstrichen. Und das heißt, wir müssen erstmal eine ganze Weile übers Meer fahren, bevor wir irgendwie einen Hafen finden. Jetzt können wir uns mal unser Schiff angucken. Und das ist das hier. Ist der Lone Ship Viewer.
Okay. Das heißt, man kann die Default Settings, also wie, wenn ich jetzt in den Kampf gerate, wie die Ausgangsposition ist, die Ausgangsstellung, das ist mal ganz praktisch. Das heißt, wir können schon mal einstellen, was denn unsere, ja, unsere Entfernung zum anderen Schiff, die wir am liebsten zum Start haben möchten. Fangen wir doch einfach mal mit Mid-Range an. Das gibt uns viele Optionen, darauf zu reagieren. Die Crew Positions können wir schon mal aussuchen, in welcher Crew Position sie anfangen. Es scheint mir nicht schlecht zu sein, dass der Kanonier vielleicht in der normalen Kanone ist. Die anderen Sachen sind dann ja ein bisschen variabel. Das heißt, die beiden, der Captain auch, der so gut manövrieren kann, vielleicht da. Und er steht an der Segelkanone. Also an der Kanone, mit der wir die Segel beschädigen können. Press the highlighted button to save the positions. Hier können wir also was speichern. Das können wir hier machen. Ah, da können wir sie mal wieder zurückschicken zur last saved position. Das ist ganz praktisch. Ja, kann man einfach hinklicken, wenn die irgendwo auf dem Schiff rumrennen und sagen jetzt alle wieder an die, alle Mann an Position. Und dann rennen sie dann in ihre Position, die wir vorher gespeichert haben. Das klingt gar nicht so schlecht. Okay. Also, was haben wir denn hier? Okay, wir können unsere Seite auswählen, die wir dem Feind am liebsten zuwenden wollen. Das kann sinnvoll sein, wenn wir halt verschiedene Waffen auf den Seiten jeweils haben. Eine Seite vielleicht für Nahkampf, eine für Fernkampf eher. Und wenn die Manöverbar voll ist, können wir versuchen, dem Gegner halt unsere Schokoladenseite zu zeigen. Kann er uns umdrehen. Lass mal so, wie es am Anfang war. Gehen wir wieder auf die Erkundungskarte. So, jetzt sollen wir weiter versuchen, dem Kult zu entkommen. Jetzt sollen wir hier versuchen, das Exit Gate zu finden und entsprechend eine bestimmte Anzahl an Events erfolgreich absolvieren, bevor wir weitergehen können. Wäre ganz lieb, wenn mir jemand das Schiff reparieren würde. Leave the area quickly. In der Gegend rum. Was haben wir denn hier oben? Da sieht man, wie viel Gold wir haben, wie viel Vorräte wir haben und wie die Moral ist. Hier sieht man noch ein Journal. Ein Tagebuch. Was haben wir denn hier? Aber man sieht immer, man gibt immer vier Gates in jeder Karte und das ist verschlossen. Und hier rechts gibt es auch ein Gate im Osten, aber wir wissen nicht, wie viele Events wir abschließen müssen, um da rauszukommen. Keine Ahnung. Was gibt es hier noch? Weiß ich nicht, Sachen. Oh, was ist das denn hier? Wollen wir gegen ein Monster kämpfen? Kalt-Event-Spot, oder? Nee, das ist von dem Kalt. Ist ja auch mit dem Monster. Egal, gucken wir uns an. Okay, im Krähennest, der Ausguck hat was gesehen. Schiff, ahoi! Ein Kultistenschiff kommt dran. Wir versuchen es abzufangen. Ob das nun gut oder schlecht ist, werden wir sehen. Okay. Sie können in Kanonenreichweite fahren. Oder wir versuchen zu entkommen. Nee, wir wollten ja engagen. Von daher versuchen wir den Kampf. So, gleich mal Pause. Gleich mal Pause. Ihr kennt mich ja. Ich versuche das mal alles optimal zu spielen. Die Leute stehen auf ihren Positionen, auf den Angestammten. Ich sehe drei Leute. Was sieht man denn da hinten? Ein Kanonier. Ein Captain, nee, gar nicht ein Captain, das ist ein Heiler, ein Chirurg, und da ist der Captain, okay. So, wir gehen mal auf die Midrange, finde ich jetzt eigentlich ganz gut. Und die Leute laden die Waffen auf. Versuchen die uns zu entkommen, ja, die fahren auch von uns weg. Deswegen haben wir auch ja jemanden hier. Achso, muss man gleich mal gucken, wo wir raufschießen. Die beiden laden gleich schnell. Oh, die laden aber auch genauso schnell, diese Säcke. So, einfach hier hin. Vielleicht treffen wir auch den Kanonier mit. Und hier. So, die Segel treffen. Na, wir nähern uns.
vielleicht gar nicht so viel Hull-Damage machen. Das ist ja eine Möglichkeit halt. Und natürlich. Okay, wir hier einen kleinen Schaden abbekommen, aber nichts, was wir reparieren müssten, glaube ich. Obwohl, hier ist das Sickbay, ja, die Krankenstation wurde getroffen. Ich schieße, glaube ich, noch einmal auf den Mast. Und dann... Ja, im gelben Bereich. Ja, der versucht hier wegzufahren, die Sau. Und dann wechselt er schon mal hier hin. Jetzt werde ich versuchen, was zu reparieren. Ein bisschen mehr ran. Die fahren ja weg, die Schweine. Weapon not loaded. Repariert er das gerade erstmal? Ich werde es mal abwählen. Er soll es eigentlich bemannen. Die Masten sind auch ein bisschen beschädigt von uns. Die Schweine schießen auf unsere Masten. Das heißt, sie kommen deswegen auch gar nicht näher gerade. Müssen wir die Masten reparieren. So, jetzt habe ich gerade geschossen. Er geht mal hier an die Grape Shot. Ne, er geht hier reparieren. So. Und er hier, der Kanonier geht hinten an die. Der repariert hier fleißig vor sich hin. Kann man mit den Mast reparieren. Die reparieren voll schnell, okay. Da darf ich nicht nachlassen, so fix. Aber unser Mast wird auch gut repariert. Die Sickbay ist ein bisschen hinüber. So. So nicht genutzt. Und der Captain geht mal an die Kanonen hier. Man kann es aber schon ein bisschen vorbereiten hier, dass ich dann gleich... Ich glaube, es gehört zum Secret, ich bin zum vorderen Bereich. Das heißt, bevor ich es benutzen kann, muss ich es erstmal reparieren. Ich weiß nicht genau, warum man nicht weiter automatisch auf die Säge schießt, sondern jedes Mal da aufhört. Ich schieße hier auch nochmal vorne auf die Sick Bay, da ist irgendwie... Ich weiß ja nicht, wo ihre Grape Shot ist, falls sie auch eine haben. Unsere Kanonen haben schon ein bisschen gelitten. Wir schießen jetzt ganz schön zusammen. Das ist irgendwie auch, weiß ich nicht, vielleicht gut, aber ich will eigentlich auch Beute machen. So wie wir sind. Kennt mich, ja. So, die reparieren zu zweit. Aber schön auf die Segel schießen. Die reparieren die Segel immer voll schnell, die Schweine. Einmal schieße ich noch drauf. Investieren sie ihre Zeit drin. Komm jetzt, reparieren jetzt immerhin hinterher. Ich kann die gleich mal rammen, oder kann ich das jetzt schon? Das kann ich jetzt schon. Was ist das andere? Flea Battle, Turn Around. Das wollen wir nicht. Rammen. Ich kann mich darauf vorbereiten. Brace for Impact. So, jetzt mal wieder auf mittlere Range fahren. Könnte ganz gut geholfen haben. Kann ich jetzt mal die Kanone bedienen? Oder ist es immer noch zu kaputt? Ne, das heißt... Gucken, die mal kurz wegbewegen. Irgendwie schaffe ich das nicht so richtig, die Kanone zu bauen jetzt. Und er auch noch mal an die Kanone. So, die sind umgefahren. Ist gut. Schießen die... Ich will jetzt gar nicht so zu klump schießen eigentlich. Hoffentlich gehen die noch nicht unter. Doch. Nein, ich wollte sie doch plündern. Die Schweine. Aber wir können trotzdem ein bisschen was einsammeln. Ja, die waren jetzt keine Gefahr. Die Schweine. Die haben wir locker weggebollert. Gucken wir uns hier mal auf der Karte um. Also hier im Osten wollen wir durchs Tor. Wir können ja mal gucken, was das Tor sagt. Eins von vier haben wir erledigt. Was denn hier? Oh, Bonusgold. Ja. Bonusgold sagen wir niemals nein. Gucken, wie wir Gold ausgeben können. Hier sind noch Kultisten. Gibt es auch andere Events? Viele Kultisten. Vielleicht mal was an Land wäre cool.
Also zwei Events haben wir schon gesehen, hätten wir schon drei von vier. Schön, wie sich der Leinenstoff immer so entfernt. Wir müssen vielleicht irgendwann auch unser Schiff reparieren. Das ist noch nicht im kritischen Bereich, aber... Und wir müssen das auf die Nase bekommen. Naja. Bring it. Sail ho! Tja, los geht's. Ah, guck, wir müssen sie versenken, sonst verraten die uns auch. So, das sind die vorgegebenen Positionen. Da stehen sie schon mal alle. Bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich die vorgegebene Position so möchte. Ob ich nicht einen lieber, der schneller nachlädt, an die Chain Shot schicke. Weil das immer ganz wichtig ist, um ihre Manövrierbarkeit einzuschränken. Vielleicht vor allem den mittleren Bereich treffen mit den Kanonen. Das ist eigentlich immer ganz gut. Das, damit würde ich anfangen, dass ich auf ihre Kanonen schieße. Weil machen sie bei uns nicht so viel Schaden. Das ist doch nicht so schlecht. Noch ein bisschen ausprobieren. Sonst irgendwas? Ich könnte den Mast reparieren. Beschießen erstmal alle. Wenn wir schießen, wenn wir die Initiative übernehmen, sollen sie halt reparieren. So, mittlere Entfernung. Da hinten haben wir noch nichts, was jetzt irgendwie dauerhaften Schaden angerichtet hätte. Also richtig treffen wir die. Die Hülle schießt mich schon ordentlich zusammen. Habe ich das Gefühl. Da passiert jetzt nicht so viel. Das reparieren müssen wir hier nicht direkt. Ah, die Kanonen immer. Die bleiben trotzdem noch auf voller Kapazität, weil wir es nicht schaffen, die in den gelben Bereich zu schießen. Und der schießt. Das wundert mich irgendwie, dass die Chain Shot sich das nicht merkt. Die Kanonen schießen automatisch auf das Ziel, was sie ihnen vorgegeben haben. Die Chain Shot hört immer auf die Segel zu schießen. Das ist ein bisschen seltsam. Was, das ist ja nicht bald möglich? Oder müssen wir jetzt auf mittlere Entfernung kommen? Ah, vielleicht sollte ich mal mittlere Entfernung anfangen. So als Standardmanöver. Reparieren ihre Segel im Moment ein bisschen zu schnell immer. Jetzt sind sie im roten Bereich, da vor allem unsere im gelben Bereich sind, also auch nicht auf voller Kapazität arbeiten. Müsste ich dann theoretisch mal reparieren, aber ich schieße ihn einfach zusammen. Gehen sie halt unter, dann halt so. Bin ich im Kampf halt so. Kann ich auch mitleben. Vielleicht ein bisschen was bergen. 20 Gold. So, ich würde jetzt nochmal auf die bevorzugten Positionen gehen. Die zusammenzuschießen ist auch nicht so schlecht, finde ich. Das ist einfach meine Stärke. Sagen wir es einfach so: Meine Stärke ist, die einfach zusammenzuschießen. Kann ich jetzt auch mitleben. Ob ich manchmal vielleicht noch Vorräte oder sowas bekommen könnte oder andere Sachen, wenn ich das anders mache. Soweit bin ich noch nicht. Aber vielleicht, dass wir auf der mittleren Entfernung anfangen, dass ich die rammen kann immer. Wie kann ich das denn speichern, dass das meine beliebte Position ist? Wie ging das denn nochmal? Also Crew Positions speichern wir. Das muss hier irgendwo gehen. Inspect the ship. Die Full Crew, ja genau. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt nur für den Kampf gilt. Ich mache Leave Combat und gehe jetzt nochmal dahin. So, und das ist meine Standardposition. Oder Standardentfernung zum feindlichen Schiff, bitte. Ja, genau. Tja, also wir verlieren hier ganz schön an Leben. Vielleicht probieren wir es einfach mal weiter. Oh. Oh, oh, oh. Zwei Kultistenschiffe. Das ist natürlich schwierig. Eine Flucht ist schwierig, aber nicht unmöglich. Und mein Zeitfenster, in dem ich halt irgendwie was machen kann, ist sehr klein. Ich muss jetzt eine Entscheidung treffen.
Also die eine Hoffnung ist, dass ich einfach ein Schiff schnell versenke, bevor ich mich mit dem zweiten umschlagen muss. Oder ich versuche zu entkommen. Schwierig, aber ich... Nein, wir schaffen das. Versuche ein Schiff schnell zu versenken, bevor wir uns mit dem anderen abgeben müssen. Das ist jetzt meine Hoffnung. Okay. Das versuch mal. Ladet nach, ladet nach! Schneller, schneller, schneller! Gegen zwei Schiffe will ich nicht kämpfen. Man sieht, dass die Kanonen können auf alle vier Entfernungen schießen. So, wir schießen auf ihre Kanonensektion. Und hier einfach auf die Segel ganz normal. Gute Treffer gelandet, gerade vor allem die Segel. Das laden wir mal nach. Sie reparieren auch ein bisschen, wenn sie ein bisschen hinterherrennen, um zu reparieren, schießen sie natürlich auch nicht so weit zurück. Jetzt sind wir schon auf mittlerer Entfernung, dass wir ein bisschen die Manöverbar aufladen. Das schön gleich im Rahmen Manöver probieren. Brace for Impact! Bam, Baby. Nice. Schießt sie einfach zusammen, genau. Ja gut, so schnell brauche ich jetzt andere nicht. Jetzt hier gleich Schluss. Au! Auf die Entfernung. Das sind nicht so viele. Komm! Versenkt das scheiß Schiff! Jawoll! Und tschüss, Baby. Ja, repariert mal weiter, während die untergeht. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Das erste Schiff geht da unter. Aber es ist keine Zeit, um irgendwie Sachen einzusammeln. Na toll, weil das zweite Schiff schon viel zu schnell ankommt. Jetzt können wir uns überlegen, kämpfen wir oder ziehen wir uns zurück? Wir warten ja einfach, ich will ja kämpfen. Kann die Waffe schon mal nachladen. Continue habe ich gerade gemacht. Muss ich jetzt aus dem Kampf raus vorher? Dann kann es da entscheiden. Wahrscheinlich muss ich aus dem Leaf Combat machen und dann kommt die nächste Sache. So. Turn and face them. Nein, natürlich kämpfen wir gegen die. Hallo? Okay. Dann halt nach, Boys! Achso, muss jetzt natürlich auch zielen. Dahin. Dahin. Und du schießt natürlich schön in die Segel. Unsere Masten sind auch schon ein bisschen beschädigt, genau wie die Kanonensektion. Weil wir ein bisschen zu hoch gezielt, würde ich fast sagen. Schießt mal hier so hin. Dass wir auch wirklich. Da möglichst treffen. Wir laden unsere Bar auf. Das mit dem Rammen ist, glaube ich, ziemlich gut. Oh, da haben wir, glaube ich, ganz guten Treffer gelandet. Wir gewinnen die Kämpfe, aber wir kriegen halt jedes Mal Schaden. So ganz optimal läuft das auch nicht. Sie reparieren noch fleißig ihre Waffen. Die hinteren Kanonen sind gar nicht so wichtig. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach schnell in einen Schuss gebe ich noch ab und dann schnell in die Reichweite komme, um sie zu rammen. Das bringt mir, glaube ich, mehr. Da sehe ich nicht ganz so viele Schüsse. So, nochmal hier ein bisschen. So, Captain, du reparierst ein bisschen unseren Mast, weil dann sind wir zu langsam.
Jetzt sind sie anscheinend so weit weg, dass wir nicht mehr sehen, wie der Zustand ihres Schiffs ist. Na, repariert ganz gut. Was da vorne ist, Sickbay. Ist nicht so wichtig. Oh, die Segel sind im roten Bereich. Wir kommen dramatisch näher. Sind sie ein bisschen mit Reparieren beschäftigt, ist ganz gut. Und ran da. Oh, die Glocke bimmelt, weil wir schon deutlich Schaden genommen haben. Grace for Impact! Wie viel Schaden nehmen wir da so? Da kann man das machen, sehr gut. Das Schiff schießt mir einfach zusammen jetzt hier. Tschüss. Wir haben aber gar nichts mit der Grape Shot, sondern versenken ja halt einfach. Aber schwierig. Wir nehmen jedes Mal schon so ein Viertel Schaden pro Schiff Tritt. 20% oder so. Oh, wir haben auch 30 Vorräte und 35 Gold. Werden wir die versenken, aber wir haben auch ordentlich Schaden genommen. Da wären Informationen ganz gut, wie wir das mal machen können. Oh, da ist auch noch was Krasses. Wir fallen auf die Knie und das fühlt sich an, als hätten wir einen Gewittersturm in unserem Schädel. Eine gewaltige, uralte Intelligenz in unserem Innern. Wir suchen den Horizont ab und sehen eine unnatürliche Strömung im Wasser, eine Störung, die schnell auf uns zukommt. Schnell, Full Speed voraus. Okay. Ah! 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 Ach. Okay, es wird uns in wenigen Augenblicken erreichen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh oh. The Kraken. Wir sind noch nicht darauf vorbereitet, gegen so ein Biest zu kämpfen. Wir müssen versuchen, das bisschen in Schach zu halten, bis wir halt fliehen können. Sobald das halt da ist, müssen wir abhauen. Okay. Der Kraken is upon us. Dann schicke ich den mal, das bringt nicht so viel hier an die. Hallo. Wow, ach du Scheiße. Okay. Sever the tentacles that bind the ship. Okay, wie sonst also losschneiden. Das probieren wir doch mal. Hack, 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 hack auf die Tentakel ein. Okay, schon ein bisschen Schaden gemacht. Und jetzt sollen wir abhauen, bevor es nochmal kommt. Wenn wir nicht rechtzeitig fliehen, werden wir wiederholt angegriffen. Aber wir sollen halt darauf achten, nur wenn jemand am Steuerrad ist, ne? Geht's weiter. So. Naja, wir sind dabei, wir sind dabei. Wir wollen doch gerne fliehen. Der Kraken kommt! Kann ich auf den schießen? Komm, lass mich auf die Arme schießen. Okay, die Leiste ist voll. Aber können wir jetzt einfach fliehen? Jetzt in dem Augenblick wahrscheinlich nicht. Okay. Zack. 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 Nee, nicht bemannen. Zack. Du auch hier. Okay, und jetzt abhauen, bevor es am Angreifen kann. Das habe ich vor. So, der Captain, der ist hier vorne. Schnell ans Steuerrad. Und weg! Oh, es dauert auch noch eine Zeit. Es dauert auch noch eine Zeit. Warum? Der Kraken kommt doch. Nein, nein. No. The Kraken is coming. Das geht jetzt auch gerade nicht weiter, solange die Arme dann hier sind. So, schneidet uns los, Jungs. Captain am Steuerrad.
Warum dauert das so lange? Oh, meine Herren. Schnell weg. Aber ich hab ein bisschen mehr Angst, dass er eigentlich mehr Schaden macht. Wenn wir wahrscheinlich länger geblieben wären, wäre es irgendwann auch schlimmer geworden. Wir haben die Kreatur verwundet und sind entkommen. Tja, wir fühlen es in unseren Knochen. Er braucht ein bisschen Zeit, um sich zu erholen, bevor er seine Jagd wieder aufnimmt. Aber wir sollten natürlich nicht den faulen Lenz schieben, sondern schön weiter versuchen hier zu entkommen. Unser Schiff ist fast kaputt. So einen Kampf überstehen wir schon noch. Wenn auch nur knapp. Wie reparieren wir denn unser Schiff? Können wir irgendwas machen? Wir haben die Weltkarte, wir haben das Questlog. Escape ist das Questlog. Na dann. Crewmanagement ist die Geschichte. Da kann man jetzt nicht viel managen. Shipmanagement. Weapons. Upgrades. Kann ich irgendwas anklicken? Upgrades. Das sind Upgrades, die wir haben und Upgrades, die wir noch bekommen können. Empty Ship Slots sind da noch. Hier mehr Panzerung, wie es aussieht und so. Was haben wir denn schon? Wir haben ein Krähennest, ein rudimentäres Krähennest oder das Basis-Krähennest. Sehen wir ein bisschen weiter. Wir haben eine Winde und wir haben Wasserpumpen. Tutorial Log, Closed Journal. Ich würde ganz gerne mein Schiff reparieren. Was ist das hier? Ist die Karte nochmal mit einem anderen Knopf. Und das ist Journal nochmal mit einem anderen Knopf. Warum auch immer. Das ist die World Map. Die wollte ich gar nicht. Ich wollte Exploration Map. Achso, das ist ja schon Exploration Map. Da kann man nicht zoomen oder so. Ich würde ein bisschen gucken, ob wir noch irgendwo ein Event haben, was wir noch nicht... Bonusgold nehme ich mit. Nehme ich mit, habe ich gesagt. Das vierte Event zu finden ist jetzt hier gar nicht so einfach gerade. Da haben wir solche eins. Oh, your heart skips a beat. Also unser Herz setzt einen Schlag aus, als wir ein Kultistenschiff sehen. Das verschwindet dann, komischerweise. Oh, wir haben... Ah, okay, das ist einfach von uns weggefahren. Und trotzdem haben wir einen Eventpunkt bekommen. Also so können wir durchaus auch die Events freischalten manchmal. Es reicht, das Event zu starten und wie es dann ausgeht, sehen wir dann halt sozusagen erst. Ja, dann nutzen wir doch das Gate in das nächste Gebiet. Unexplored. Man sieht immer Biome, stille Wasser, zwei Gates. Das sieht man erst, wenn man es bekommt. Es kostet uns 25 Vorräte, dahin zu reisen. Quest. Nachdem die unmittelbare Gefahr vorüber ist, bombardiert uns die Crew mit Fragen. Wir fühlen uns verantwortlich und sagen das bisschen, was wir wissen. Diese Kreatur wird halt vom Kult angebetet. Und das ist alles Teil von etwas, was sie das große Projekt nannten. Und wir konzentrieren uns aber jetzt erstmal darauf, wieder ja, einen Hafen zu erreichen. Um ihretwillen und auch um unsertwillen. Nicht nur um ihretwillen. Der dumpfe Schmerz in unserem Kopf zieht sich langsam zurück und wir realisieren, dass wir uns gar nicht mehr daran erinnern können, wann wir das letzte Mal ohne diesen Schmerz im Kopf gelebt haben. Wir fühlen uns wieder ein bisschen mehr wie wir selbst. Und wundern uns darüber, fragen uns, wie es ist wohl, wenn man diesen Schmerz komplett los wird. Also, auf den Karten, die wir in der Kapitänskabine gefunden haben, wird ein nahegelegener Hafen angezeigt. Land. Sicher vor diesem furchtbaren Monster. Okay, jetzt sollen wir mal einen Hafen finden, wo wir sicher sein können vor diesem furchtbaren Monster. Wenn es angezeigt wird auf der Karte, wäre es mal ganz nett, wenn wir das auch wüssten, wo denn dieser Port ist. Aber es wird uns nicht angezeigt. Der Hafen. Bonusgold, nehmen wir mit. Na gut, auf der Map rumzufahren kostet uns jetzt nicht per se Vorräte oder was. Ich weiß nicht, wie die Zeit vergeht auf der Exploration Map.
Da, ein Hafen. Quest. Once the ship is docked, also sobald das Schiff angedockt ist, im Hafen liegt, die Crew sieht so, ist ein bisschen zögerlich, auseinanderzugehen. Schließlich wären wir alle Gefangene der Kultisten, oder sie wären Gefangene der Kultisten, oder Schlimmeres, ohne uns. Also wir, ich und ihr, wir zusammen halt, ne? Wir sind ja ein Team. Ja, wir schlagen doch vor, noch einen Abschiedstrunk in der nächsten Taverne zu nehmen. Die erste Runde noch mit dem Schweigen angenommen. Und keiner kann aufhören, eigentlich in seinen eigenen morbiden Gedanken zu schwelgen. Und der Wein fließt, oder das Ale, oder das Bier, oder was auch immer. Und die Spannung nimmt ein bisschen ab. Ein Humpen nach dem anderen wird auf den Tisch geknallt. Und die Crew macht Lebensschwüre an uns. Naja, wir haben immerhin oben einen billigen Raum mit vielen Betten uns mieten können und werden erstmal in unseren Rausch ausschlafen. Wir haben zwar Kopfschmerzen, mehr als es sein sollte, und irgendwie fühlen wir uns unwohl. Und der Med, ach so, daran kommt das. Der Med ist dann doch nochmal anderes Kaliber als dieser zeremonielle Wein, den wir jetzt getrunken haben. Noch einen saufen oder? Eine Runde geht noch nach dieser Flucht, also eine Runde gönnen wir uns noch, würde ich sagen. Und dann wird noch ordentlich gesungen, Shanties und Balladen. Wird ein bisschen auf den Tischen getanzt. Nice one. Also, Boys, Zeit fürs Bett trotzdem. Wir hatten einen schönen Abend, oder? Ach, eine Runde geht noch. Oh. Ein bisschen wird mit Messern gespielt. Es fließt Blut sogar. Money changes hands, also Geld, wie sagt man, wechselt seinen Besitzer. Tja, eine Hand will es aber nicht hergeben und einer wird rausgeschmissen. Aber ich würde sagen, jetzt reicht's mal langsam. Das war ein schöner Abend, Zeit fürs Bett, genug Party. Oh, und dann träumen wir wieder, sind immer die Träume, Tentakel aus jedem Winkel, kein Entkommen, den Film kenne ich. Sie sehen jede unserer Bewegung vorher und umschließen uns langsam und ziehen uns runter, tiefer, tiefer. Das sind keine schönen Träume. Wir wachen auf mit einem pochenden Kopfschmerz, sicherlich vom Rum. Aber es fühlt sich mehr, es fühlt sich bekannt an als der Rum. Etwas Böseres auch. Etwas in uns schreit oder... Aha. Ein lauter Schrei. Oh. Die Kuh steht auf, als die Tür auffliegt und zwei Schattenfiguren durch den Rahmen treten. Okay, zwei sind sogar zwei Leichen, zwei Halifron. Das ist eine albtraumhafte Figur. Aus Mensch und Seekreatur. Wir haben sie schon vorher gesehen, aber die Crew hat da nie gedacht, dass diese abergläubischen Geschichten, die wir sie gehalten haben, wirklich real sein könnten. Unten, der Wirt ist schon tot. Was können wir machen? Okay, wir schleichen uns durch die Hinterstraßen zu unserem Schiff. In unsere Kabine brechen dann hitzige Diskussionen aus über die Halifron. Weil wir da sitzen und still in Gedanken versunken. Ja, Verstecken ist sinnlos. Auch an Land haben wir keinen sicheren Hafen. Der Kult wird uns weiter verfolgen. Tja, und das Einzige, wie wir es wohl beenden können, ist, indem wir kämpfen. Wir müssen den Kraken killen. Erzählen wir ihn mal. So, hören Sie gut zu. Und wir erzählen über den Halibron, erzählen von dem Kraken, über unsere Kopfschmerzen und so weiter. Und unser Plan ist halt, in die Offensive zu gehen. To cut the head of the snake, die Schlange den Kopf abschneiden. Und sie sind, einerseits bewundern sie uns und sind so ein bisschen unglaublich und amüsiert davon. So richtig überzeugt sind sie nicht. Wir können sie nicht zwingen, uns zu helfen. Aber sie sind doch erstmal mit dabei.
So. Und es sind nur wir anscheinend, weil sie halt sind da nicht so überzeugt von dem, was sie davor hatten. It's just you now, steht zumindest da. Mal gucken. Wir sollten mal schauen, dass wir vielleicht neue Crew rekrutieren. Mit Münzen können wir vielleicht welche mit größerer Loyalität anheuern. Und dann gibt es ja die Shops. Da können wir neue Waffen kaufen, Upgrades, Supplies, also Vorräte, das Schiff reparieren oder neues kaufen. Man sieht hier oben rechts Gold und Vorräte. Und man kann hier die Hülle reparieren. Aber das kann man nur im Hafen machen. Oh, und sie haben netterweise, weil es das erste Mal ist, unser Schiff kostenlos repariert. Vielen Dank. Sonst können wir halt natürlich Waffen kaufen. So, muss einfach nur mit Drag and Drop auf das Schiff ziehen. Und wir sollen hier die Mortar kaufen. Also raufziehen. Note, wenn wir das machen sollen, dann machen wir es einfach mal. Bing! Man kann auch Waffen verkaufen und Upgrades. Oder auf den Sell-Button klicken. Aber man kriegt natürlich weniger Gold fürs Verkaufen, als man ausgegeben hat. Wenn man es gekauft hat. Ist ja logisch, wie immer. Wir können jetzt hier auch Kanonen increasen, also mehr Kanonen aufstellen. Das sollen wir einfach mal machen. Das machen wir doch mal. Man sieht hier die Kapazität 3. So. Hier können wir nochmal gucken, was für Waffen wir auf dem Schiff haben. Und dann wird noch ein bisschen erklärt mit dem Tooltip, was das genau macht. Das macht High Hull Damage und Section Damage, also wo wir damit landen. Das macht hohen Schaden an der Sektion und an der gesamten Hülle des Schiffs. Macht an der Crew auch Schaden. Und es kann, hat eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ein Riss in der Hülle entsteht oder Feuer ausbricht. Kann auch gegen Seekreaturen eingesetzt werden. Das ist natürlich ganz praktisch. So, das sollen wir uns mal anschauen mit den Highlights. Mit den Upgrades. Upgrades verbessern das Schiff. Man kann kaufen und verkaufen. You can buy and sell upgrades in a similar way to weapons. Man kann sie kaufen und verkaufen, genauso wie wenn man auf die Slots zieht. Und man kann auch Vorräte kaufen und verkaufen. Das eher sinnvoll ist, wahrscheinlich eher selten. Man kann auch die Sektionen upgraden. Zum Beispiel ein besseres Steuerrad, dann ist die, füllt sich die Leiste schneller auf. Mast lässt ihn schneller bewegen und so weiter. Sickbay, die Krankenstation, dann heilen sie schneller. Und man kann auch neue Schiffe kaufen. Wenn man fertig ist, kann man zurückgehen. Okay, neues Schiff. Was haben wir denn für ein Schiff überhaupt? Steht das denn da vom Namen, was wir für ein Schiff haben? Nicht so richtig. Haben wir denn irgendwo eine Anzeige in Punkten, wie viel HP unser Schiff hat? Cutter, Schoner, eine Brig, eine Schaluppe. Hier sehen wir mal die verschiedenen HP. Wir sind wahrscheinlich ein Cutter, würde ich denken. Das kommt hin mit den zwei Kanonen-Batteries. Nee, sieht anders aus. Rechts und links. 1, 2, 3, 4, 5. Aber mit einem ausgeladen. 5 mit einem Mal aufgeladen. Das können wir uns schon nicht leisten, den Schoner. Der Schoner sieht unserem Schiff aber sehr ähnlich. Wo denn hier jetzt? Das ist unser Schiff. Wir haben eine Brick. Wir haben genau zwei hier. Eine Mortar. Die hat den. Genau. Ist ja gar nicht so schlecht dann. Eine Schaluppe wäre noch besser. Die hat dann pro Slot halt 4 Kanonen. Maximal kann man so schneller abschießen. Und noch ein bisschen mehr HP. Nochmal Waffen. Wie toll wird das hier sein? 30. Noch eine Kanone. Das kann nicht mehr Slots haben. Die schneller zusammenschießen ist jetzt auch nicht so schlecht. Upgrades. Schnellere Masten wäre manchmal gar nicht schlecht. Wie teuer wäre ein Upgrade hier? Man kann auch einfach mehr, dass man 10% weniger Hüllenschaden bekommt. Harpunen kann man sich gönnen. Wenn man halt, wenn sie abhauen wollen, verhakt man sich mit dem Schiff. Hull Spikes ist, wenn man die rammt, macht man mehr Schaden.
ein Lifeboat, wenn unser Schiff zerstört wird. Daran denken wir jetzt mal noch gar nicht. Wie viele Supplies haben wir? 55. Wir konnten 10 Supplies für 20 kaufen. Verstehen. Lass mal noch mehr Kanonen kaufen. Das ist doch immer gut, oder? Finde ich. Round Shots, das ist, was wir das haben, ja. Mehr Shots haben wir eh nicht. Wir wenden die linke Seite ihnen zu. Das heißt, wir machen da mal keine Upgrades. Wir haben noch 125. Ich denke mal, wir geben einfach mal alles aus, was wir haben. Das scheint mir immer sinnvoll zu sein. Nein, sollte ich gar nicht. Nein. Okay. Wir haben ein paar Kultisten. Okay, an der Taverne werden wir an der Schulter angefasst. Ich habe das Falsche gedrückt. Hoffentlich kann ich noch gleich nochmal hin. Wir werden an der Schulter angetippt und wir drehen uns um, bereit für einen Kampf. Aber wir sehen unsere ehemalige Crew. Tja, und wie es aussieht, da haben auch die Kultisten gesehen. Und irgendwie wollen sie dann doch nicht ihre Wege gehen, sondern sind der Meinung, dass wir zusammen besser unterwegs sind. Okay. Und wir kriegen irgendwie noch Gold. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich will noch eine Taverne weiteren Crewmitgliedern gucken. Und sie geben, vielleicht geben die uns das Geld, weil sie der Meinung sind, dass es sinnvoll ist. Naja. Also wir können Crew rausschmeißen und neue Crew anheuern in der Taverne. Unten sehen wir halt die aktuelle Crew. Und you can hire Crew by dragging their card from the top row into an empty slot on the bottom row. Continue. Das heißt, die sehen wir jetzt hier gerade. Und können die halt hier mal mit rüberholen. Wir haben, was die wichtigen Positionen sind eigentlich besetzt. Wir haben halt jemand, der gut am Steuerrad ist. Wir haben jemand, der gut nachladen kann. Der Captain kann das ja auch mit. Eventuell wäre noch jemand gut, der noch schnell nachladen kann. Also ein Pullman. Der heißt Pullman. Ein bisschen Geschichte. Wir können die Moral erhöhen, die aber eigentlich eh ganz gut ist. Wir nehmen noch einen, der gut schießen kann, einfach. An drei Positionen. Fast Travel. Ah, guck, dann kann man wahrscheinlich zwischen den verschiedenen Inseln Fast Travel. Muss aber erst freischalten im Laufe der Geschichte. Ich hole mir mal den Pullman. Der ist auch am teuersten, aber jemand, der nachladen kann, finde ich ziemlich gut. Auch mit Drag and Drop? Ja. Können auch andere mehr reparieren und so. Das finde ich ganz gut. Zurück in den Hafen. So, wir nähern uns den Docks. Und oh, Dutzende Schiffe mit Kultisten nähern sich. Time to leave. Viele Schiffe wollen jetzt abhauen, weil das mit den Kultisten ein bisschen unsicher erscheint. Manche geben auf, manche fahren an der Blockade vorbei, manche fangen an zu kämpfen. Und es geht los. Ach, wir müssen direkt los. Ach, jetzt habe ich natürlich das Geld nicht ausgegeben, was ich eigentlich ausgeben wollte. Wir können auch mal die Positionen neu verteilen, weil die jetzt ein bisschen anders sind, als ich es ursprünglich wollte. Dann geht er hier an die Grape Shot. Der neue Kanonier geht an die... Okay, die wollen aber wirklich kämpfen einfach. Ich habe zum Glück jetzt mehr Kanonen als vorher. Ich versuche mal auf mittlere Entfernung, weil dann, wenn die Manöverbar aufgeladen ist, kann ich nämlich schießen. Und jetzt lade ich auf allen ein. Ja, wenn die so kämpfen wollen eigentlich, dann sollte ich ihn eher in die Grape Shot stellen. Aber das wusste ich ja nicht, dass die so aggro sind. Ups. Den hat es umgehauen. Nicht so viel Schaden, hat er noch volle Lebenspunkte, aber... Den haben sie ganz gut getroffen, so. Schießen wir mal hier hin. Man macht wenig Crew-Schaden, aber... Schießen hier vielleicht die Grape Shot mit kaputt. Genau, machen wir es doch mal so. Oh, einer ist über Bord gefallen. Nice. Oh ne, gar nicht nice. Das ist ein Halibron, der rüberkommt. Das sind amphibische Monster, dass die auf diesen Kultistenschiffen fahren. Die können ins Wasser tauchen, rüberschwimmen und ja, uns entern. Wir sollen besonders vorsichtig sein, wenn ein Halibron eine rote Haut hat. Scheiße, wo kommt er gleich her? Da kommt er, okay. Der kommt ja gleich mal rüber.
und der Captain, weil die beiden sind gut im Nahkampf. Und dann kämpfen wir jetzt mal weiter. Okay, die haben umgehauen. Meine Herren. So, der Kanonier geht hier an die Waffe wieder. Der Captain an die. Kann ich mit ihm irgendwie Leute heilen oder wie denn das? Ja. Heil ihn mal. Ah, Grape Shot ist ready. Oh, treffen wir schön alle. Können wir ein bisschen mit reparieren hier. Mit mehreren Leuten nachladen. Achso, ich kann auch schon längst rammen. So. Schöne Musik dabei. Bam, Baby. Man hätte vielleicht rübergehen sollen, während sie halt am Boden liegen. Oh, wir nehmen Wasser. Reparieren! Und da versenken wir sie. Die Schweine! Tja. Segel setzen und los geht's. Okay, wir gehen nochmal auf verschiedene Positionen. Wo ist das Speicher jetzt ja nicht, das müssen wir anders machen. Muss dann gleich selber Out of Combat machen. Okay. Ah, guck, hier, wir werden auch von den Kultisten erfolgt. Also ein bisschen was wie die Rebellenflotte bei FTL. Da unten sehen wir, wie nah die uns sind. Sobald die ganze Leiste und die Kultsymbole voll leuchten, werden wir entweder vom Kultistenschiff, Halifron oder vom Kraken selber erwischt. So. Wir können das halt, indem wir halt Gegner, können wir die Anzeige, können wir das Threat Level, das Gefahrenlevel ein bisschen senken, indem wir ja, gegen Gegner kämpfen. Wenn wir fliehen, wenn wir gegen Gegner, gegen Kultisten kämpfen, wenn wir aus Kämpfen fliehen, werden wir schneller erwischt und die Bar steigt, also die Leiste steigt und wenn wir sie besiegen, sinkt die. Müssen wir auch da mal ein bisschen gucken. Hier kommen wir jetzt nicht zurück in den Hafen, weil der wird von Kultisten übernommen. Ja, vielen Dank. Das ist unser schönes Schiff, wo ich jetzt ja mal ein bisschen die Position wechseln würde. Und das wird dann automatisch gespeichert. Tja, jetzt sehen wir schon wieder, rechts wäre der Ausgang hier. Da müssen wir wieder einige Events erfüllen, bevor wir rauskommen. Das können wir uns nochmal angucken eben. Ich weiß auch nicht, wie häufig Häfen in dem Spiel sind. Oh, das ist noch was Besonderes. Mal ganz kurz gucken. Wenn man sieht, das Threat-Level steigt, sozusagen. Je länger wir in der Gegend rumcruisen, so ist es 0 von 4. Bonusgold. Hey! Bonusgold habe ich gesagt. Danke sehr. Und dann gibt es noch was Besonderes, eine Quest. You get the telltale feeling, an ache at the back of your mind. Okay, wir haben irgendwie da ein unbestimmtes Gefühl, dass da uns irgendwas bevorsteht, das kennen wir schon. Wir sagen dem Ausguck im Krähennest Bescheid und sie bestätigen unseren Verdacht. Halifron sind auf einen direkten Angriff auf uns. Es wird schwierig sein, ihn zu entwischen, aber wir können es versuchen. Fire the Mortar. Das ist also, dadurch, dass wir jetzt einen Mortar haben, können wir versuchen, sie damit zu beschießen. Ah, da müssen sie im Zickzack schwimmen, um dem auszuweichen. Wo wir keinen treffen, verlangsamen wir sie so weit, dass wir abhauen können. Na dann. Also noch ein bisschen andere Events. Tja,
Das war doch ein sehr, sehr cooler Start. Und das war auch meine Vorstellung von Abandoned Ship. Ich werde jetzt sowas häufiger mal machen, mit Spielen, die ich nicht vorhabe durchzuspielen, die ich aber für interessant finde und für vorstellenswert, weil sie so mein Interessensgebiet tangieren. Aber ich jetzt weiß zum Beispiel, dass ich aktuell nicht dazu kommen werde, das zu spielen, aus verschiedenen Gründen. Entweder weil es mich jetzt nicht so super interessiert, so böse das klingt manchmal, oder weil ich halt nicht die Zeit aktuell habe, um so ein Spiel zu spielen. Und dann werde ich halt sowas machen wie das hier. Bei Abandoned Ship kommt ein bisschen beides zusammen. Ich finde das durchaus interessant. Ich bin ein großer Fan von Roguelikes und Roguelites, wo das auch in diese Kategorie fällt. Offiziell haben sie im Forum mal geantwortet, dass es als Roguelite eher einzustufen wäre. Das heißt, es müsste eigentlich irgendwelche Errungenschaften und Vorteile von einem Run zum nächsten mit übernehmen, obwohl sie das wieder verneint haben. Also ich finde das ein bisschen schwierig, diese Einschätzung kann ich noch nicht ganz treffen. Wie gesagt, sie haben eigentlich gesagt, jeder Run ist neu. Und andererseits haben sie gesagt, sie würden es als Roguelite einstufen. Und das ist eigentlich ja genau die Unterscheidung zwischen Roguelike und Roguelite. Ist ein Roguelike, wie dieses Spiel, es hat ein Permadeath, du hast einen Run. Dazu gehört eigentlich auch mal eine prozedural generierte Welt oder eine auf zufälligen Elementen basierende Welt, was ja auch der Fall ist. Und wenn du stirbst in Roguelike, dann war es es halt und du fängst wieder komplett von vorne beim nächsten Mal. Roguelite, deswegen halt Light, es schwächt das ein bisschen ab, indem du halt zwar wieder von vorne anfangen musst, aber indem du gewisse Vorteile freischalten kannst. Wie das sich genau darstellt, wird man dann wohl im weiteren Spielverlauf sehen. Wie gesagt, Abandoned Ship ist eine Vorstellung bei mir. Im Moment habe ich so viele Projekte gerade laufen, dass ich das nicht spielen kann. Und ich fand es ganz interessant, aber auch hat mich jetzt irgendwie, ne, man hat manchmal so ein Gefühl nicht so gepackt, jetzt nicht nur beim Spielverlauf, sondern auch schon vorher, dass ich dachte, das schaue ich mir an, das stelle ich euch vor, dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr Lust drauf habt, das zu spielen, aber es wird wahrscheinlich nicht sein, was ich jetzt groß als richtiges Projekt weiterverfolgen werde. Und das Anspielen und dieser Testlauf jetzt, der durchaus ordentlich war, jetzt über eine Stunde, anderthalb, weiß gar nicht genau, hat das so bestätigt, ist ganz cool und ich kann mir schon vorstellen, dass man auch ein bisschen weiterspielen kann, dass es Spaß macht, aber es hat jetzt noch nicht so wie mancher so Spiele, dass die dich nach einer halben Stunde so packen, dass du denkst, das ist ja das beste Spiel ever. Das muss ich weiterspielen. Ganz so ist es ja noch nicht. Ich glaube, da steckt eine Menge drin. Es gefällt mir wesentlich besser als andere Sachen, die ich zuletzt ausprobiert habe, wie Regions of Ruin zum Beispiel, wo ich eher das Gefühl hatte, das ist noch nicht so ganz ausgereift. Das wirkt hier alles sehr cool. Die Mechaniken greifen gut ineinander. Man hat schon sofort ein Gefühl, was zu tun ist. Man hat ein gutes Gefühl für die Upgrades und die anderen Sachen. Das ist auch durchaus interessant mit dem Kultisten und so. Finde ich ganz nett. Ich lasse mal die Zeit laufen. Vielleicht kommt der Kraken nochmal. Und da steckt schon einiges drin. Wenn ihr euch für solche Art von Spiel interessiert, guckt auf jeden Fall weiter auf meinen Kanal, vor allem auf meine Startseite. Da gebe ich mir sehr viel Mühe mit der Startseite, um da einen guten Überblick über meine Projekte zu geben. Aktuelle und vergangene Projekte, auch nach Genres sortiert. Vor allem, wie gesagt, Roguelikes durchaus eine Kategorie, die häufiger bei mir zu finden ist. Ganz groß jetzt, da kommt es ganz schnell, wird jetzt diese Woche noch Into the Breach kommen. Und darauf freue ich mich richtig. Und das wird halt ein richtiges Projekt, das ist ein bisschen eine Unterscheidung. Bei Into the Breach habe ich noch nicht gespielt. Ich habe nur ein paar Videos gesehen und ein paar Interviews und Texte. Aber da bin ich 100% und 1000% sicher, dass es genial wird. Dass es mein Spiel sein wird. Warum? Zwei Gründe. Es ist von den Leuten, die FTL gemacht haben, Faster Than Light. Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und das Zweite ist, dass es einfach von dieser ganzen Anmutung und von dem, was ich gesehen habe, diese ganze Spielmechanik, das wirkt genial. Das ist genau mein Art von Spiel. Also wenn euch Roguelikes, ist es ja nicht, aber es ist halt, ich glaube, eine ähnliche Geschichte. So, es geht auch in so eine strategische Richtung. Das wird mir sehr gut gefallen und könnte euch auch sehr gut gefallen. Guckt euch das an, verlinke ich hier auch nochmal, sobald das da ist. Und wie gesagt, ansonsten gibt es genug zu gucken auf meinem Kanal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat dieses Anspielen gefallen. Und wenn euch das Spiel gefällt, guckt gerne auf Steam nach, da findet ihr das. Ansonsten, wie gesagt, bis zum nächsten Mal und tschüss.